Die Enden einer 2 Meter langen Stange tragen Gewichte von 355 Newton und 600 Newton. An welchem Punkt der Stange muss man den Stützpunkt setzen, damit Gleichgewicht besteht? Nennen wir die zwei Endpunkte der Stange A und B. Was wir suchen, ist der Abstand zwischen Stützpunkt und A. Nennen wir diesen Abstand x. Und wir suchen auch den Abstand zwischen Stützpunkt und B. Das ist dann 2 minus x, weil die Stange ja 2 Meter lang ist. Die Angaben sind also F1 von 355 Newton und dieser Hebelarm mit Länge x Meter. Angegeben sind auch diese Gewichtskraft F2 von 600 Newton und diese Hebelarmlänge, das ist dann 2 minus x Meter. Um herauszufinden, wo dieser Stützpunkt sich genau befindet, wenden wir das Hebelgesetz an, das besagt, Kraft mal Kraftarm gleich Kraft mal Hebelarm. Und laut diesem Hebelgesetz finden wir sofort, dass 355 mal x gleich ist zu 600 mal 2 minus x. Diese 600 wird auf diese Klammer verteilt. Jetzt setzen wir minus 600x links rüber. Das wird dann dazu plus 600x und 355x plus 600x, das macht 955x. Und diese Gleichung teilen wir jetzt noch durch 955 und somit finden wir als Abstand x zwischen diesem Punkt und dem Stützpunkt 1,26 Meter. Das bedeutet also, die Endantwort lautet, dieser Abstand x beträgt 1,26 Meter und demzufolge beträgt dieser Abstand 2 minus x 0,74 Meter.